Ab Mittag stehen sich vor dem Universitätshauptgebäude Ernst-Moritz-Arndt Gegner und Befürworter gegenüber, jeweils rund 40 Personen. Ein Unterschied zwischen den Lagern ist zum einen in der Altersstruktur, besonders aber in der Art des Ausdrucks zu sehen. Auf der einen Seite der Straße eine Mahnwache für Ernst-Moritz-Arndt, gegenüber besingen die Gegner den von ihnen erhofften Abschied vom Namenspatron. In der Senatssitzung selbst bleibt die Hochschulöffentlichkeit unter sich. Der Antrag zur Namensänderung wird gleich als erster Tagesordnungspunkt behandelt. Eine Zweidrittelmehrheit unter den Senatoren wäre für eine Namensänderung notwendig. Kurz werden noch Argumente thematisiert, dann wird in geheimer Wahl abgestimmt. Es fällt ein Votum gegen die Ablehnung. Nur 14 Senatoren stimmen dafür, 22 dagegen. So sind die Gegner des Namenspatrons, allen voran die Initiative Uni ohne A, natürlich enttäuscht. Schade, dass es sozusagen nicht geklappt hat, den Namen abzulegen und damit ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus an der Uni Greifswald zu legen. Aber wir akzeptieren das natürlich und wir freuen uns, dass die Debatte geführt wurde und dass wir sozusagen alle jetzt uns ein bisschen besser aufgeklärt haben über die Geschichte unserer Universität, dass wir eben diese Debatte geführt haben. Und ich denke mal, dass die Universität trotzdem natürlich damit sich mit dem Namen beschäftigt und eben das jetzt nicht unter den Tisch kehrt wieder, wie es vorher war, sondern dass es eben jetzt eine aktive Beschäftigung mit Ernst Moritz Arndt gibt. Bei den Arndt-Befürwortern hat man, was die zukünftige Beschäftigung mit dem Namenspatron angeht, eine gar nicht so gegensätzliche Position. Es ist uns natürlich völlig klar, Ernst Moritz Arndt ist eine streitbare Figur. Ich hoffe, die Uni verfolgt das weiter. Wir lassen das jetzt nicht so fallen. Natürlich werden wir heute Abend gebührend feiern. Das ist für uns ein glücklicher Moment. Wir haben sehr viel Zeit investiert auch. Und da freuen wir uns. Zwar hat nur eine Seite Grund zu feiern, dennoch gibt es einen Mehrwert der Debatte für alle Beteiligten, resümiert die Senatsvorsitzende Professor Maria-Theresia Schafmeister. Das ist eben einfach auch ein Stück gelebte Demokratie an einer Universität. Das ist teilweise etwas schmerzhaft und teilweise auch sehr unschön abgelaufen, teilweise auch auf Nebenschauplätze abgebogen. Aber im Groben und Ganzen war das also einfach auch mal ein ganz spannendes Stück akademisches und demokratisches Leben an einer Universität. Das nehme ich mit und ich hoffe, das nehmen auch viele an der Universität mit. Oberbürgermeister Dr. Arthur König ließ noch am Nachmittag verlauten, er begrüße die Entscheidung. Zum einen aus seiner Verbundenheit zur Universität, außerdem könne er nicht erkennen, dass der Name in den letzten 20 Jahren geschadet habe, was an den Studierendenzahlen zu sehen sei.